Sagte mal ein großer Dichter, dass ein Mann im Leben die drei Dinge schaffen sollte, dass es lohnt. Er soll einen Baum einpflanzen und ein Buch im Leben schreiben und dann soll er zeugen einen Sohn. Ach so einfach sprach er aus das Wort und nun geht es in den Menschen fort. Aber wie nur, macht man es wahr? Denn ich kannte viele Bäume, die vor ihrer Zeit schon starben. Irgendetwas standen sie im Weg. Darum scheint es mir viel klüger, einen Baum mir auszusuchen, den ich in der großen Stadt dann pflege. Ach, so einfach sprach er aus das Wort und nun lebt es in den Menschen fort. Aber so nur, hat es noch Sinn? Wie viele Bücher hat die Menschheit und wie kurz ist so ein Leben? Nur ein Bruchteil davon liest man dann. Warum denn ein Buch noch schreiben? Viele ungelesen bleiben, nicht zu reden davon, ob man's kann. Ach so einfach sprach er aus das Wort und nun lebt es in den Menschen fort. Aber wo nur ist doch der Sinn? Wappa-da-da-da-da-da. Ach, so einfach sprach er aus das Wort und nun lebt es. Aber wo nur ist noch der Sinn? Wie viele Kinder hat die Erde? Wie viele Eltern haben Sorgen? Nicht alltäglich ist das täglich Brot. Kinder bleiben ungeboren. Frauen haben sich geschworen, selber zu entscheiden ohne Not. Ach, so einfach sprach er aus das Wort und nun lebt es in den Menschen fort. Aber ist noch der Sinn? Ach, so einfach sprach er aus das Wort und nun lebt es in den Menschen fort. Aber wo nur, ist noch der Sinn? Sprach er aus das Wort und nun lebt es in den Menschen fort. Aber wo nur ist noch der Sinn? Lieber Holger, hörst du uns? Holger Lausch da oben, Holger Biegel.